Wir alle lieben Einhörner. Diese legendären Wesen, die für ihre Schönheit bekannt sind. Du denkst jetzt an ein weißes Pferd mit einem spiralförmigen Horn auf der Stirn. Und wahrscheinlich ist irgendwo in der Nähe ein Regenbogen zu sehen. Aber woher stammt dieses Bild eigentlich? Und noch wichtiger, kann es wahr sein? Nun, ja und nein. Fangen wir ganz am Anfang an, dem Namen. Er stammt aus dem Lateinischen. Unicorn übersetzt sich als Einhorn. Heutzutage gibt es nur ein Landtier, das darauf zutrifft. Das Nashorn. Der griechische Name für ein Einhorn ist Monoceros, was wiederum Einhorn bedeutet. Also passt alles zusammen. Aber Moment mal, ist ein Einhorn nicht eine Art Pferd? Wir müssen die Wissenschaft hinzuziehen, um das Problem zu klären. Wissenschaftler haben einen Schädel eines Tieres entdeckt, das das echte Einhorn gewesen sein könnte und vor etwa 30.000 Jahren die Erde bevölkerte. Das Tier ähnelte einem riesigen, haarigen Nashorn. Es sah keineswegs aus wie das heutige Bild eines Einhorns. Es war zweimal schwerer als eine Giraffe und seine Nahrung bestand aus Gras. Viel Gras. Doch der Schädel, den die Wissenschaftler in Zentralasien entdeckten, enthüllte eine weitere überraschende Tatsache. Das Alter des Tieres. Frühere Forschungen deuteten darauf hin, dass die Spezies vor 350.000 Jahren ausgestorben war. Das bedeutete, dass unsere Vorfahren niemals denselben Lebensraum mit diesem überdimensionierten Nashorn teilten. Doch der Schädel wurde viel später datiert. Damit fällt das Tier genau in die Zeit, als Menschen dort bereits lebten. Hier beginnt die Legende. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein prähistorischer Mensch, der gerade ein Einhorn gesehen hat. Was würden Sie tun? Es ist nicht so, dass Sie ein Smartphone herausholen und ein Foto davon machen könnten. Nein, Sie würden es wahrscheinlich an eine Höhlenwand malen. Solche Zeichnungen haben bis in die heutige Zeit überdauert. In Frankreich gibt es ein Bild eines Tieres, das scheinbar ein einziges Horn hat. Es befindet sich in der Halle der Stiere. Alle anderen Tiere dort haben zwei geschwungene Hörner. Aber das geheimnisvolle gefleckte Tier hat zwei Linien auf seinem Kopf. Stellen diese Doppellinien ein einzelnes Horn dar? Ist das das berühmte Einhorn? Vielleicht. Der Name der Zeichnung ist das Einhorn-Panel. Aber Bilder von Einhörnern existieren nicht nur in Höhlenzeichnungen. Im Industal haben Wissenschaftler verschiedene Siegel mit einem Fabelwesen mit einem einzigen Horn gefunden. Alte griechische Schriftsteller glaubten, dass Einhörner in Indien lebten. Damals war diese Region der Welt für sie exotisch. Obwohl die alten Griechen niemals ein Einhorn sahen, hatten sie eine ziemlich detaillierte Beschreibung des Tieres. Sie haben sogar festgehalten, dass das Fleisch dieses Wesens einen bitteren Geschmack hatte. Aber war es ein Pferd oder ein Nashorn? Weder noch. Für die Griechen war das Einhorn eine Art Esel. Wer hätte das gedacht? In der chinesischen Mythologie gibt es ein ähnliches Wesen. Sein Name bedeutet übersetzt ins Englische männlich-weiblich. Die Beschreibung des Tieres ähnelt einem Einhorn. Ein einzelnes Horn auf der Stirn, der Schwanz eines Ochsen und der Körper eines Hirsches. Es ernährt sich von Pflanzen, ähnlich wie das urzeitliche Nashorn aus Zentralasien. Als die erste lebende Giraffe dem Ming-Kaiser präsentiert wurde, beschrieben sie sie als Einhorn. Der Herrscher kam zu dem Schluss, dass das Tier definitiv nicht das sagenhafte Einhorn war. Aber die Legende lebte in diesem Teil der Welt weiter. Das moderne japanische Wort für Giraffe leitet sich vom chinesischen Wort für das einhornähnliche Wesen ab. Die alten Perser wussten ebenfalls von der Existenz von Einhörnern. Es gibt ein Bild eines Einhorns in ihrer Hauptstadt. Der unterhaltsame Teil ist, dass es zwei große Flügel hat. Das scheint seltsam, aber auch die Perser haben nie ein Einhorn persönlich gesehen. Für sie war es, wie für die Griechen, ein Wesen, das außerhalb der bekannten Welt lebte. Das ist der Grund, warum wir heute von Einhörnern so fasziniert sind. Wir finden Berichte über solche Kreaturen in den Schriften von Aristoteles und sogar Julius Caesar. Diese berühmten Personen behaupteten, dass Tiere, die Einhörnern ähneln, in den Wäldern Deutschlands lebten. Das moderne Bild eines Einhorns entstand im Mittelalter und der Renaissance in Europa. Die Menschen damals hatten eine lebhafte Fantasie. Sie zeigten Einhörner in Buchverzierungen. Laut alten Schreibern war dieses Tier wild. Sein Hauptfeind war der Elefant. Die Menschen im Mittelalter hielten große Stücke auf ein Tier, das sie nie gesehen hatten. Es war schnell und gefährlich. Daher musste es gejagt werden. Aber wie in aller Welt lockt man ein Einhorn an? Natürlich mit der Hilfe einer schönen Jungfrau.
Das klingt heute seltsam, aber bedenken Sie, dass das dunkle Zeitalter eine eigentümliche Epoche der Geschichte war. Damals verwendeten Ärzte Blutegel als legitime medizinische Behandlung, die perfekte Kulisse für den Mythos des Einhorns. Die Geschichte wird immer fantastischer. Eine Jungfrau würde in einen Wald gehen. Ein Einhorn würde sie erblicken und in ihren Schoß springen. Nachdem es eingeschlafen war, tauchten Jäger auf. Sie würden das Einhorn dann fangen und zum König bringen. Aber warum waren die Europäer vom Einhorn beeindruckt? Wegen seines Horns. Sie glaubten, es habe magische Kräfte. Ein Einhornhorn konnte Gift in Speisen und Getränken entdecken. Wenn man es zu einem Pulver malte, hatte das Horn die Fähigkeit, die Zähne zu bleichen. Dies waren nur einige der magischen Eigenschaften, die einem Einhornhorn zugeschrieben wurden. Die Folklore war so stark, dass die Europäer sogar einen Ersatz für die Zeiten hatten, in denen sie nicht an ein echtes Horn gelangen konnten. Das muss ziemlich oft passiert sein, und sie verwendeten echte Narwalhörner als Ersatz. Diese sind Wale mit einem großen, stoßzahnartigen Zahn, der aus ihrem Mund kommt. In England war das Einhorn ein Symbol für etwas, das man nie sehen oder fangen konnte. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde es mit Vorstellungskraft in Verbindung gebracht. Da kam der Regenbogen ins Spiel. Die Viktorianer waren die ersten, die das Symbol eines Regenbogens mit dem Einhorn verknüpften. Sein erster Auftritt in der Fantasy-Literatur war im Roman Alice, Hinter den Spiegeln, für junge Leser. Das war die Fortsetzung von Lewis Carrolls bekannterem Werk Alice im Wunderland. Das Einhorn stand nun für Hoffnung und Reinheit. Dennoch gab es keine aufgezeichneten Sichtungen des Tieres in der realen Welt. Zumindest keine, die von der Wissenschaft bestätigt werden konnten. Im Jahr 1663 behauptete ein deutscher Wissenschaftler, ein Einhornskelett gefunden zu haben. Die Geschichte schien zu schön, um wahr zu sein. Und das war sie auch. Jemand hatte das Skelett aus den Knochen verschiedener Tiere zusammengesetzt und versucht, es als Einhorn auszugeben. Heute wird das gefälschte Skelett im lokalen Naturkundemuseum ausgestellt. Die Menschen ließen sich nicht entmutigen und suchten überall nach Einhörnern, wohin sie auch gingen. Im 20. Jahrhundert entdeckte ein britischer Entdecker eine neue Tierart in Afrika. Es hatte einen kleinen Höcker an der Ecke seines Kopfes. Die Öffentlichkeit gab dem mysteriösen Tier den Spitznamen afrikanisches Einhorn. Aber das war nicht wahr. Heute wissen wir, dass es sich um ein Okapi handelt. Es ist am engsten mit einer Giraffe verwandt, sieht jedoch am hinteren Teil seines Körpers wie ein Zebra aus. Und sein Kopf ähnelt dem eines Hirsches. Es ist ein beeindruckendes Tier, kommt jedoch dem schwer fassbaren Einhorn nicht einmal nahe. Eines der neuesten angeblichen Sichtungen ereignete sich 1991. Ein österreichischer Biologe berichtete, ein Einhorn in einem Wald in Deutschland gesehen zu haben. Die Legende besagt, dass diese Tiere in verzauberten Wäldern leben. Doch es gibt ein kleines Problem. Das völlige Fehlen physischer Beweise. Tatsächlich gibt es Historiker, die behaupten, dass Einhörner nie existierten. Das Tier war einfach eine Fehlinterpretation von Höhlenzeichnungen. Vielleicht waren all diese antiken Bilder von Einhörnern nur zweihörnige Tiere, die von der Seite dargestellt wurden. Es könnte so sein. Es ist schwer, einer zweidimensionalen Abbildung die dritte Dimension hinzuzufügen. Doch dann, im Jahr 2013, tauchte das Einhorn wieder auf. Nicht das Tier, sondern das Wort. Eine amerikanische Risikokapitalgeberin prägte den Begriff, um aufstrebende Unternehmen zu bezeichnen, die einen Wert von über $1 Milliarde haben. Sie wählte dieses Wort, weil diese Unternehmen so selten sind wie das mythische Tier. Es gibt weltweit nur 1000 solcher Unternehmen. Und das berühmteste von ihnen haben Sie wahrscheinlich schon gehört. SpaceX von Elon Musk.